Yo, meine Tubes und willkommen zu der dritten Folge von Minecraft Resource Packs. Also ich nenne das Format jetzt einfach mal so, falls ihr euch wundert, warum ihr das Format noch nicht gehört habt auf meinem Kanal. Ich habe das jetzt zum ersten Mal so benannt, weil, neues Jahr, neue Formate oder neue Namen. Und ich habe ja schon zweimal so Resource Pack Vorstellungen gemacht und zweimal das 3D Resource Pack und einmal das 3 Steps Resource Pack. Und jetzt bin ich hier sogar mit einer Welt am Start, das habe ich noch nie gemacht. Das ist so eine 3D-Vorstellungswelt habe. Und zwar ist die Map hier von dem guten... Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich packe euch auf jeden Fall den Download-Link in die Beschreibung und auch den Download-Link von dem Resource-Pack. Also könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn ihr mal in die Beschreibung schaut. Und jo, ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an hier. Ihr seht jetzt schon das Prinzip von diesem Resource-Pack und zwar sind hier immer vier Blöcke quasi in einem. Also... Wenn ich jetzt den zerstören würde, zack, merkt ihr, oh, das ist ja bloß ein Block. Es sieht fast aus wie vier, obwohl es sieht eigentlich nicht wirklich aus wie vier, weil die sind ziemlich klein. Man fühlt sich halt einfach wie ein Riese, ne? Schau ich das an hier. Man denkt, das sind hier so vier, ne? Wenn ich jetzt auf dem Block stehen würde, dann würde ich hier dazwischen reinpassen. Also wenn es jetzt hier die echten Maße wären. Aber in Wirklichkeit sind die Blöcke hier nur halb so groß. Also das wäre eigentlich eine ganze Redstone-Lampe und die ist da... Die ist jetzt ein Viertel der Teil von einer ganzen Redstone-Lampe. Ja, bei den Halbstufen sehen auch ziemlich lustig aus. Also manche Blöcke sehen ja echt viel besser aus. Wie zum Beispiel diese Diamantblöcke hier als Fliesen. Finde ich richtig geil. Genial. Und hier zum Beispiel die Gemälde... Auch Hammer eigentlich. Schönen Frosch im Hals hier. Alles recht fresh bis jetzt. Die Goldblöcke und die Wolleblöcke sind eigentlich auch, also sind auch mehrere, aber da sieht man es nicht so stark, weil die halt keinen Rand haben, ne? Die sind halt ziemlich gleich aus so und deswegen fällt es da nicht so auf. Aber so ein bisschen merkt man es irgendwie schon. Bei dem Holz ist auch ziemlich lustig. Da kommen wir jetzt nochmal genauer dran. So, hier ist Spruce Tree, hier, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man das schon. Es sind viermal die gleichen Texturen an einer Seite zum Beispiel. Oder sozusagen, hier ist einmal eine Seite, hier ist eine Seite, hier ist eine Seite und hier ist eine Seite. Kann man auch sehen, wenn man ganz genau hinschaut. So ist das gemacht hier und ich finde es eigentlich ganz lustig, das Resource Pack. Ich weiß nicht, ob man es so zum Trollen oder zum Trollen halt hernehmen kann, dass man halt andere Leute verarschen kann, ne, mit dem Resource Pack auf dem Server oder so. Bin mir noch nicht ganz sicher, weil irgendwie so hundertprozentig würde ich das jetzt nicht glauben. Weil man sieht ja hier eigentlich, dass es... Ja, das wäre dann... Man müsste ja dann so dünn sein wie ein so eine Ranke, ne? Also... Das fällt schon irgendwie auf, aber man kann es ja mal probieren, ne, mit dem Trollen. Auf jeden Fall, man kriegt trotzdem irgendwie schon das Gefühl, dass das alles irgendwie ein bisschen größer ist. Obwohl das immer noch so groß ist wie davor. Also es ist schon echt komisch. Wie die Blätter auch. Ist echt strange. So. Eis. Gut, haben wir dann sonst noch was da hinten? Ja, Pflanzen zum Beispiel. Sind da hinten noch? Hier Pilze. So. Da fällt es auch nicht so auf. Ups, habe ich denn jetzt die Pilze? Ach so. Mist, jetzt kann ich den Stiel nicht mehr platzieren. Ach verdammt. Man kriegt ja diesen Stamm nicht. Diesen Mushroom-Block. Bisschen schade, aber ja. Sieht auch richtig groß aus. Hier Zuckerrohr finde ich auch genial. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Hier viel mehr Zuckerrohr auf jeden Fall. Man hat hier sogar die verschiedenen Farben vom Zucker, also richtig geniale Map hier. So, schaut mal rüber. So, gut. Hier eine riesen Sonnenblume. Ganz andere Stuff. Hier viermal die gleiche. Oder? Ja. Hier, die sind alle irgendwie ein bisschen kleiner geraten. Aber dafür sind es hier riesen Wurzeln. Oder Stängel, würde ich mal sagen.
Hier ein Kaktus, ein riesen Kaktus. Diese hier finde ich ein bisschen komisch. Ja. Also von weiter weg sieht es eigentlich... Ja, fällt es nicht so auf, aber wenn man näher dran ist, dann denkt man schon, ja, was ist da jetzt los? Aber wenn man dann spätestens die Hitbox ansieht, dann... Ja, also... Ist vielleicht einfach so ein Resource Pack, um ein bisschen Spaß zu haben, würde ich mal sagen. Aber so, ich weiß nicht, ob das wirklich glaubwürdig ist. Aber man kann es mal ausprobieren, ne? Riesen Kakaobohne hier. Siehe, Lilypad. 4 in einem, auch recht fresh. Hier wieder alles kleiner geraten. 4 Weizen in einem. Hier immer 4 Setzlinge. Ja. Das sauklein und das dafür richtig groß. Ist schon cool. So, dann haben wir jetzt hier den Redstone-Bereich. Zack, Redstone, Spender, Dropper, alles mögliche ist hier. Hier der Stiel sieht ein bisschen komisch aus. Aber so finde ich es eigentlich ganz geil, dass es hier zwei Pistons hintereinander sind. Music Block, eine Truhe, wäre auch ein bisschen schwer, die größer zu machen. Aber hier die Repeater und der Komparator und der Redstone-Verstärker haben ein kleines Problem. Und zwar sieht man hier nicht den Stängel. Also wenn sie an sind, sieht man schon, aber man sieht halt nicht, wenn der angeschaltet ist. Ne? Man kann ja einen Komparator anschalten und ausschalten. Man sieht ja keinen Stängel oder so, der leuchtet oder so. Und das ist beim Repeater auch so, also da kann man den nicht einstellen. Ja, der hat ja 4 Ticks, ihr wisst Bescheid, ne? Ich tue jetzt so, als würdet ihr Minecraft nicht kennen, aber ich hab's euch ja schon beigebracht quasi. Wenn ihr schon länger meine Video... Ach, was laber ich eigentlich? Ihr wisst ja alle, dass ein Repeater so einen Stängel oben hat und das hat der hier nicht. Ist halt so ein Bug, ne? Aber na gut, ne? Damit kann man auskommen. Also, ja, man kann da halt das Redstone-Zeug jetzt mit dem anderen Resource-Pack bauen und dann das reintun. Vielleicht für eine Custom-Map oder so. Das Resource-Pack eigentlich ganz nützlich, eventuell. Ja, die Fackel hat hier noch so einen kleinen Bug dazwischen, das seht ihr ja. Und ansonsten, hier die Minecarts. Das Innere sieht halt anders aus, aber die Minecarts sind gleich geblieben. Die Rails sind ziemlich, jo, ich würde sagen, interessant. Hier immer 2 nebeneinander. Da fährt dann ein Minecart drauf, also, ja, ne. Ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber, also unnötige Verschwendung, aber ist cool, finde ich. Sieht cool aus. So, fahren wir hier ein Stückchen, so. Dann fahren wir ein bisschen mit dem Boot. Jawohl. Hat sich aber nicht wirklich was geändert mit dem Boot. Jo, das sind so die Redstone-Sachen. So, dann sind wir hier bei den Baublöcken. Gras, Mycelium, das ganze Zeug. Also man sieht überhaupt keinen Übergang zwischen den 4 Blöcken, aber es sieht viel besser auf jeden Fall aus. Man merkt auf jeden Fall, dass es größer ist. Dass die Blöcke größer sind. Okay, hier merkt man schon Übergang. Hier fängt halt der neue an, ne? Merkt man im Strich. Wenn hier halt oben das anders aussieht, dann merkt man das natürlich. Aber das sieht eigentlich ganz geil aus. Der zum Beispiel hier. Der. Also, es ist schon echt. Manche Blöcke sehen schon echt geil aus in diesem Resource Pack. Zum Beispiel der hier auch. Also, so ganz schlecht ist es ja nicht. Das ist ja echt so geil. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das eine normale Größe von dem Block ist. Ich verliere die ganze Zeit den Glauben daran. Die kommen mir so groß vor, gerade die Blöcke. Man fühlt sich ja wie so ein Riese in dieser Welt. Ich laufe jetzt einfach mal im Schnelldurchmarsch hier durch. Hier zum Beispiel, das hat er auch reingemacht in die Welt. Richtig krass. Schau es mal an hier. So groß ist doch ein normaler Zaun auch fast schon. Oder ist ein normaler? Das kommt mir alles so komisch vor. Es ist richtig geil gemacht auf jeden Fall, das Resource Pack. Respekt auf jeden Fall an den Macher. Ich glaube, das hier ist auch der Macher. Hier Will Darf CHR. Ich glaube, der heißt so, wenn er es schon hingeschrieben hat. Hier ist Glas. Könnte man ein schönes Windows-Glas machen. Wenn man die Farben ein bisschen ändern würde. Ja, okay, jetzt kommt hier, glaube ich, nur noch Glas, ein paar Zäune hier.
Ja, Zäune wurden auf jeden Fall auch geändert. Merkt man schon. Ja, die Tür hier finde ich ein bisschen strange. Ja, ne? Aber, ist glaube ich Gewöhnungssache. Die anderen sind eigentlich ganz gut gelungen, die anderen Türen. Hier Holzfalltür. Und hier noch die Banner, die alle ziemlich gleich aussehen noch. So, jetzt sind wir hier bei den Werkzeugen und den Items und den ganzen Sachen. Wie seht ihr schon, das meiste hier hat sich nicht geändert. Nur die Blöcke, die man auch so platzieren kann, also die soliden und auch so die nicht soliden, also glaube ich, wisst was ich meine. Der Cauldron ist zum Beispiel auch gleich geblieben. Aber so, diese Blöcke halt, wie der Zaubertisch, die sehen halt im Inventar genauso aus, wie wenn ich sie platziere. Ja, hier seht ihr es ja. Habe ich euch hier gerade gezeigt, wie die aussahen. Hier die Druckplatten, sieht man auch einen Unterschied auf jeden Fall. Also. Ah, hier sind Minecarten in dem Kommandoblock drin. Sowas gibt es normalerweise nicht. Das ist schon interessant. Okay. Das gibt's da nicht, ne? Ein Minecart mit dem Kommandoblock gibt's denn? Hier. Ne, gibt's nicht. Interessant. Das ist ein Hopper-Minecart, oder? Ah, das ist ein Hopper-Minecart. Okay. Ja, hier Schleimblock noch. Leitern. Leitern müssen ja auch komisch aussehen. Oh, ich will eine Leiter platzieren. Hier. Ja, okay. Das ist, macht bestimmt Spaß, da hochzuklettern. So sehen die Setzlinge aus und alles. Ja, ja, ist schon cool. Aber das meiste ist gleich geblieben in den Inventaren. Oder was heißt das meiste? Manches ist halt, ne? Ja, hier. Kann man einen verarschen, vielleicht, wenn es gelingt. Aber irgendwie sind die ein bisschen zu klein. Ich weiß nicht, ob das auffallen würde. Aber man kann es immer versuchen. Und ja, die anderen Blöcke hier sehen auch ganz geil aus. Ja, und das wäre es dann erstmal so aus der Geschichte hier. So, und jetzt bin ich mal hier draußen. Da möchte ich euch einfach noch so die Umgebung zeigen, wie das hier alles so aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Schluss von dieser dritten Folge von Minecraft Resource Packs angekommen. Wie ihr schon seht, werde ich in dieser Serie oder in diesem Format einfach nur irgendwelche Resource Packs immer vorstellen. Und ihr könnt auch, wenn ihr Lust habt, irgendwelche Resource Packs eurer Wahl oder so eure Favoriten in die Kommentare schreiben und dann werde ich die vielleicht vorstellen beim nächsten Mal. Und ja, hier seht ihr jetzt nochmal, wie das hier so aussieht. Also, ist einfach. Ich bin einfach der Riese hier. Das ist schon cool. Vielleicht spiele ich auch mal mit dem hier in meinen Welten, Mining Island oder so. Mal gucken. So, hier ist, so sieht es im Ende aus. Hat man so einen kleinen Einblick. Das ist interessant hier. Kann man eine schöne Höhle bauen hier. Gut, Freunde, ich glaube, wir haben genug gesehen von diesem Resource Pack. Es dauert jetzt schon über 13 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, trotz der Länge. Und jetzt schreibt mir auch mal bitte, ob ihr was dagegen habt, wenn das Video, wenn diese Resource Packs, diese Minecraft Resource Packs Videos ein bisschen länger sind. Weil, na, man braucht halt auch ein bisschen Zeit, um alles so vorzustellen, alle Blöcke zu zeigen und alles. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich noch länger sein, weil ich jetzt ja die ganzen Sounds und so nicht gezeigt habe. Und wenn dann ein Resource Pack kommt, wo noch alle anderen Sachen geändert wurden, wie zum Beispiel die Monster auch, die habe ich ja jetzt nicht gezeigt, weil die gleich geblieben sind, dann dauert es schon noch ein bisschen länger, das vorzustellen. Aber schreibt mal, was ihr von der Länge haltet, ob ich es doch ein bisschen kürzer noch halten soll, ob ich dafür nicht alles zeigen soll. Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich echt freuen. Und das war jetzt so, ja, so quasi das erste Video in 2015. Also neben der Auflösung vom Gewinnspiel, das war ja nicht wirklich ein Video. Also ja, ich hoffe, es werden jetzt öfter Minecraft Resource Packs so Vorstellungen kommen. Denn das habe ich ja erst zwei Folgen hochgeladen auf meinem Kanal. Und ich möchte es jetzt öfter machen, ne? Gut, Freunde, das war es jetzt endlich. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jo, haut rein, ciao.